BR Heimat Blasmusikkonzert. Und dazu sagt Stefan Ametsbichler wieder einmal Servus und herzlich willkommen. Der Welttag der Meere steht am heutigen 8. Juni im Kalender als Aufruf, die Bedrohung unserer Ozeane durch Umweltverschmutzung, Klimawandel und Überfischung endlich ernster zu nehmen. Schon auf der Weltklimakonferenz 1992 und somit schon vor gut 30 Jahren wurde ein solcher Gedenktag der Ozeane vorgeschlagen. Offiziell eingeführt wurde er aber erst 2009. Seither werden die Gefahren immer wieder beim Namen genannt und mit Zahlen unterfüttert. Es wird diskutiert und aufgerüttelt. Aber passiert auch etwas? Im März des letzten Jahres haben sich die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen nach mehr als 20-jährigen Verhandlungen auf einen Vertrag zum Schutz der Hohen See geeinigt. Immerhin. 30% der Meeresflächen sollen bis 2030 unter Schutz gestellt werden. Nur werden das auch alle Vertragspartner dann wirklich umsetzen wollen? Und wer soll und wird dann das auch kontrollieren? Mit welchen Mitteln können solche Vertragsvereinbarungen überhaupt wirksam durchgesetzt werden, wenn wirtschaftliche Interessen dem entgegenstehen? Der Fischfang und der Abbau wertvoller Rohstoffe in der Tiefsee, darunter Mangan, Kobalt, aber auch Phosphat und eigentlich so ziemlich alles an Bodenschätzen, was inzwischen an Land immer mehr zur Neige geht. Da wird über Jahre der Meeresboden umgepflügt und der Lebensraum für viele Meeresbewohner komplett verändert, um nicht zu sagen zerstört. Das Gleiche gilt für die Überfischung, bei der das natürliche biologische Gleichgewicht aus den Fugen gerät. Dazu kommt auch noch die Vermüllung des Meeres, die als Problem inzwischen zumindest schon erkannt wurde. Die Verklappung von Abfällen, die Gefahr einer Ölpest durch die Havarie eines Tankers und vor allem auch das Thema Mikroplastik. Jährlich gelangen zwischen 5 und 12 Millionen Tonnen Plastik ins Meer. Schätzungsweise 80 Millionen Tonnen haben sich bisher in den Ozeanen dieser Welt schon angesammelt. Wenn das so weitergeht, wird in 25 Jahren das Gewicht des Plastikmülls im Meer das Gewicht aller dort lebenden Fische überstiegen haben. Mit dem Klimawandel erwärmen sich natürlich auch die Ozeane. Strömungen verändern sich, der Sauerstoffgehalt wird geringer, es gibt weniger Plankton als Basis der maritimen Nahrungskette, die Artenvielfalt nimmt ab und es entstehen mancherorts immer öfter Algenteppiche bzw. Algenblüten, die Giftstoffe freisetzen können. Diese werden unter Umständen auch von den Fischen aufgenommen, die auch in den Nahrungskreislauf des Menschen gelangen. Zusammen mit dem Mikroplastik in ihren Körpern dürfte uns da schon bald der Appetit auf Nahrung aus dem Meer ganz vergehen. Der Aufenthalt an ölverschmutzten oder mit Algen übersäten Stränden ja ohnehin. Aber wir brauchen die Weltmeere und ihre Strände und nicht nur als Tourismusziele oder als Eiweißlieferanten. 97% des gesamten Wasseraufkommens auf unserem Planeten stammen aus dem Meer. 50% der Sauerstoffproduktion kommt von dort. Gleichzeitig speichert das Meer 30% unserer CO2-Emissionen. Das sollte uns schon etwas mehr wert sein als nur ein kurzes Hochziehen der Augenbrauen oder ein gleichgültiges Schulterzucken nach dem Motto »Ja, mei«. Also vielleicht doch den Bedarf an fossilen Energieträgern und damit an Tankschiffen reduzieren? Die Gier nach täglich verfügbarem Seafood zurückschrauben? Mehr Recycling wertvoller Rohstoffe umsetzen, auch wenn es vielleicht ein bisschen teurer sein sollte? Weil den Klimawandel werden wir so schnell nicht umkehren können. Dazu ist er schon zu weit fortgeschritten. Vor 100 Jahren hatte sich über all das sicher noch kaum einer Gedanken gemacht.
und wohl auch nicht der englische Volksmelodiensammler und Komponist Ralph Vaughan Williams, als er 1923 seinen Marsch Sea Songs zu Papier brachte und darin drei englische Seefahrerlieder miteinander verwob. Princess Royal, Admiral Benbow und Portsmouth. Songs, ein Marsch, den Ralph Vaughan Williams 1923 als Intermezzo für seine ursprünglich viersätzig geplante English Folk Song Suite vorgesehen hatte, der aber dann doch eine eigenständige Komposition blieb. Wir hörten ihn in einer Aufnahme mit dem Jugendblasorchester Markt Oberdorf unter der Leitung von Thomas Wieser.
um den Weißen Wal und das Schwarze Meer geht es heute in unserem Blasmusikkonzert hier auf BR Heimat. Auf das Schwarze Meer kommen wir noch zu sprechen. Wir richten unsere Blicke jetzt erst einmal auf den Weißen Wal Moby Dick, so wie in Herman Melville 1851 beschrieben und der Amerikaner Francis Macbeth in 5 Sätzen 1989 in Musik umgesetzt hat. Und dabei begegnen wir nacheinander Ishmael, unserem Erzähler, der als einfacher Seemann auf der Pequod anheuert, Queequeg, einem etwas sonderbar aussehenden Südseebewohner, Father Maple beim Gottesdienst, schließlich den berühmt-berüchtigten Kapitän Ahab und endlich auch Moby Dick, dem Weißen Wal. Nennt mich einfach Ishmael und hört zu, was ich euch zu erzählen habe. Es gibt ja so Jahre, in denen passiert einfach nichts, also nichts wirklich Aufregendes. Und wenn man dann auch noch ohne Geld in der Tasche unterwegs ist und auch sonst mit sich nicht so Rechtes anzufangen weiß, ja, dann packt einem eben das Verlangen, endlich wieder einmal in See zu stechen. Das ist so meine Art, Depressionen vorzubeugen und den Kreislauf wieder in Schwung zu bringen. Wenn sich meine Seele wie so ein nasskalter Novembertag anfühlt und ich mich ständig dabei ertappe, dass ich wie von selbst jedem Sargtischler bei der Arbeit zusehe und sogar jedem Leichenzug folge, dann wird es höchste Zeit für mich, wieder mal aufs Meer zu fahren. Das ersetzt mir den Gebrauch von Pistole und Kugel. Das soll nun allerdings nicht heißen, dass ich auf meinen Seereisen als Passagier unterwegs bin. Dazu bräuchte man ja wieder den entsprechenden Geldbeutel. Und ich kann auch nicht von mir behaupten, als Kommandant, Kapitän oder Koch an Bord zu sein. Ich fahre vor dem Mast als einfacher Matrose. Sicher, sie hetzen mich über das ganze Schiff und ich muss springen wie ein Grashüpfer im Frühling. Daran muss man sich schon erst einmal gewöhnen. Vor allem, wenn man kurz vorher noch als Dorfschullehrer Herr über eine ganze Schulklasse war und nun in blütenweißem Hemd in einem Teerpott herumrühren muss. Aber das gibt sich mit der Zeit. Warum ich aber dieses Mal auf die Idee kam, ausgerechnet auf einem Walfänger anzuheuern? So genau weiß ich das eigentlich auch nicht. Aber allein die Vorstellung, einmal im Leben so einem mächtigen und rätselhaften weißen Wal begegnen zu können, zu sehen, wie er seinen Riesenleib durch die fernen wilden Meere wälzt. Tja, das lockte mich schon. Da konnte ich einfach nicht widerstehen. Dazu der Reiz all der unbekannten Gefahren und der süßen Geheimnisse der Südsee. Das erlebst du nur auf einem Walfänger. Die Tore zu einer Wunderwelt tun sich da auf.
Bevor ich allerdings auf der Pequod anheuern konnte, musste ich mir hier in New Bedford erst einmal ein Quartier suchen. Mit nur 2 Silbermünzen in der Tasche bleibt da nicht viel Auswahl. In einer dunklen Kaschemme nahe den Docks fand ich schließlich eine einigermaßen passende Unterkunft. Einziger Wermutstropfen, ich musste mein Zimmer mit einem Harpunier teilen. Als er spät abends mit einer schwachen Funzel bewaffnet lautstark daherpolterte, hätte ich beinahe aufgeschrien. Ich glaubte, einen Kannibalen vor mir zu haben. Sein Gesicht war eigenartig gelb und sah aus, als ob es mit schwarzen Vierecken beklebt worden wäre. Tätowierungen, wie sich schnell herausstellen sollte. Als er dann auch noch seinen Hut abgelegt hatte, war mir schon wieder zum Schreien. Er hatte so gut wie keine Haare auf seinem skalpierten, glattrasierten Totenkopfschädel. Und so wirkte dieser abscheulich aussehende Wilde auf mich wie ein Lebewesen im Übergangsstadium. Weder Raupe noch Schmetterling. Quiquec war seine Art Königssohn, den es von 20.000 Meilen entfernt von der Südseeinsel Kokovoko wahrscheinlich auf einem Walfänger in unser christliches Abendland verschlagen hatte. Gut, sein Äußeres war furchterregend. Aber es kann ja in jeder Haut ein ehrlicher Mensch stecken, oder? Dieser Mann, so wurde mir schließlich klar, ist gerade so ein menschliches Wesen wie ich selbst. Er hat ebenso viel Anlass, mich zu fürchten, wie ich ihn. Und lieber mit einem nüchternen Kannibalen ins Bett, als mit einem besoffenen Christen. Nachdem mich die eher kleine, klumpfüßige Pequod mehr faszinierte als all die anderen Walfänger, die ich mir so angesehen hatte, sollte ich meine Reise tatsächlich auf Kapitän Ahabs altmodischem Segler antreten. Allerdings nicht, ohne zuvor noch um Gottes Beistand zu bitten. Und so fand ich mich unter den wortlos knienden Betern in der Kapelle der Walfänger wieder. Meine Blicke
fielen zunächst auf die schwarzen Marmortafeln, die zu beiden Seiten der Kanzel in die Wand eingelassen waren und unter anderem von 18-Jährigen kündeten, die irgendwo in Patagonien über Bord gespült oder an der pazifischen Küste von einem Wal verschleppt worden waren. Womöglich, so dachte ich, sollte mich ja das gleiche Schicksal ereilen. Und wenn schon. Und während ich noch so vor mich hinsinierte, hörte ich, wie die Tür ins Schloss fiel und sich die Augen aller Anwesenden auf jenen alten und immer noch sehr rüstig aussehenden Pfarrer richteten, der einst selbst als Matrose und Harpunier Gottes weite Meere befuhr, Father Maple. Über eine Strickleiter hatte er die Kanzel erklommen. Und das war nicht das Einzige in dieser Kapelle, das einem das Gefühl gab, eher auf einem Walfänger zu sein, als in einer Kirche. Kaum hatte Father Maple sein kurzes, stilles Gebet gesprochen, richtete er sich auf und begann in langen, feierlichen Tönen einen Hymnus anzustimmen. Erst klang es ja, als läutete eine Schiffsglocke unentwegt auf einem im Nebel umherirrenden Schiff. Dann aber schlug seine Stimme um und brach in einen weithin schallenden Jubel aus. Endlich waren die Segel gesetzt und wir glitten auf einem winterlichen Weltmeer dahin, dessen frierende Gischt uns in Eis hüllte, als wäre es ein hochglänzender Harnisch. Noch Tage, nachdem wir Nantucket verlassen hatten, war von Captain Ahab nichts zu sehen. Die Mate lösten einander regelmäßig bei den Wachen ab und schienen die einzigen Befehlshaber dieses Schiffes zu sein. Nur kamen sie bisweilen mit solch entschiedenen Anordnungen aus der Kajüte, dass jedem klar war, wer hier hinter der Tür in seinem Heiligtum eigentlich das Sagen hatte. Und dann war es soweit. In einer dieser trüben, wolkenverhangenen Morgenstunden, als ich zum Wachdienst an Deck gekommen war, lief es mir eiskalt über den Rücken. Hier stand er nun. Auf seinem Achterdeck. Ein Mann, dem seine körperlichen Gebrechen nicht anzusehen waren,
und der dennoch den Eindruck erweckte, als wäre er im letzten Augenblick von einem brennenden Scheiterhaufen gesprungen. Hochgewachsen stand er da, mit breiten Schultern, wie Cellinis in Bronze gegossener Perseus. Aus seinen grauen Haaren entsprang eine Narbe, ein feiner, dünner Strich, der längs über das ganze Gesicht und den Hals verlief, ehe er im Hemdkragen verschwand. Man hätte glauben können, eine Eiche vor sich zu haben, die von einem Blitzschlag gezeichnet war. Und ohne es genau zu wissen, ahnten alle auf der Pequod, dass dieses vom Scheitel bis zur Sohle verlaufende Brandmal vom Kampf mit einem Ungeheuer herrühren musste. Mich zog diese grimmige Erscheinung derart in den Bann, dass ich erst gar nicht bemerkte, wie sehr sie mit dem barbarischen weißen Bein zu tun hatte, auf dem Captain Ahab stand. Zerstörerische Selbstbeherrschung und ein unbeugsamer Starrsinn sprachen aus seinem Gesicht. Mit furchtloser Entschlossenheit verlor sich sein suchender Blick über den unaufhörlich stampfenden Bug des Schiffes hinweg in der vor ihm liegenden Unendlichkeit. Inzwischen hatte uns Ahab den wahren Grund unserer weiten Seereise mitgeteilt. Moby Dick, dem weißen Wal, der ihm seinerzeit das Bein ausgerissen hatte, sollten wir ein für allemal den Garaus machen. Und so gelangten wir nach der Umrundung des Kaps der Guten Hoffnung in den Indischen Ozean. Um uns bei Laune zu halten, versprach Ahab demjenigen eine Golddublone, der seinen Widersacher als Erster erspähen sollte. Die ganze Zeit schon hatte ich mit gierigen Ohren die Geschichten über diesen sonderbaren, einzelgängerischen weißen Wal in mich aufgesogen. Geschichten und Gerüchte, die nun so oft um den ganzen Planeten gegangen waren, dass sie nicht nur immer umfangreicher, sondern auch immer skurriler wurden und oft genug eine derartige Panik verursachten, dass immer weniger Jäger überhaupt willens waren, eine Begegnung mit Moby Dick zu riskieren. Allein Ahab hielt fanatisch an seinem Plan fest. Nach Monaten der Irrfahrt hatte er den weißen Wal eines Nachts vor der Ostküste Japans förmlich gerochen. Denn Pottwale verströmen bisweilen einen ganz eigenartigen Geruch. Und schließlich sah er ihn auch. Ein Buckel, wie ein hochgewölbter, blendend weißer Schneeberg, der regelmäßig einen stummen Strahl in die Höhe blies und wie eine Insel
aus dem Wasser ragte. Melodisch umspielt vom entzückten Tanz schäumender Wellen und gekrönt von einem Baldachin umherschwirrender Vögel, die mit leichtem Flügelschlag über ihm schwebten. Von seinen geschmeidigen Flanken ging ein ergreifender Zauber aus. Nur der zersplitterte Schaft einer Lanze, der wie ein Fahnenmast in Moby Dicks Rücken stak, störte diese majestätische Erhabenheit. Und die wilde Rachsucht Ahabs, der von nun an nicht mehr aufhören konnte, ihm nachzustellen und ihn endlich niederzustrecken. Und letztlich war es auch Ahab, der aus Moby Dick jenes von allen gefallenen Engeln des Himmels besessene Seeungeheuer werden ließ, das uns schon seit Monaten das Fürchten lehrte. Thank you.
of Sailors and Whales. Figuren aus Herman Melvilles Klassiker Moby Dick, musikalisch in Szene gesetzt durch den 1933 geborenen Komponisten Francis Macbeth und dem Akademischen Blasorchester München unter seinem Dirigenten Michael Kummer. Neben dem weißen Wal beschäftigt uns heute hier im Blasmusikkonzert auf BR Heimat auch das schwarze, das pechschwarze Meer anlässlich des heutigen Welttages der Meere, an dem dieses äußerst sensible und so lange missachtete Ökosystem in den Fokus rücken soll. Schwarz, also pechschwarz, ist die Meeresoberfläche, wenn auf ihr ein Ölteppich schwimmt und vor allem in Küstennähe alles Leben zu Wasser und zu Land zerstört. Ein solches Szenario hatte 2002 der damals erst 10-jährige Anton Alcalde im Nordwesten Spaniens beobachten müssen, als am 19. November die mit 77.000 Tonnen Schweröl beladene Prestige vor der Küste Galiciens sank und den bis dato größten Tankerunfall an der spanisch-französischen Atlantikküste verursachte. Schon 6 Tage zuvor war der Tanker durch einen Sturm zum Havariefall geworden. Um ein Kentern zu verhindern, flutete man die Backbord-Ballasttanks. Dadurch wurde aber die Belastung des Rumpfes so groß, dass ein 35 Meter langer Riss entstand und letztlich 64.000 Tonnen Rohöl ausliefen. Und 2.900 Kilometer der nordspanischen, portugiesischen und französischen Atlantikküste verseuchten. 250.000 Seevögel fanden den Tod und es dauerte 10 Jahre, bis sich die Natur leidlich von dieser Katastrophe erholt hatte. 6 Jahre nach diesem Erlebnis hat Anton Alcalde als 16-Jähriger seine Erinnerungen mit Hilfe der Musik verarbeitet. Und so beschreibt er im ersten Satz seiner Sinfonie Marea Negra das Erwachen der Rias Baixas, der 4 schmalen Meeresbuchten südwestlich von Santiago de Compostela, zwischen der portugiesischen Grenze und dem Kap Finisterre. Dann das Erscheinen der Prestige in dieser Gewässerzone. Und im zweiten Satz befinden wir uns dann schon mittendrin, im Maschinenraum des Schiffes, mitten im Sturm und erleben die Tage der Havarie und schließlich den Untergang des Schiffes auf hoher See.
Bergkapelle Saar unter der Leitung von Bernhard Stopp mit dem ersten und zweiten Satz aus der Sinfonie Maria Negra des 1992 geborenen spanischen Komponisten Anton Alcalde. Im dritten Satz lässt Alcalde die ölverpestete Küste sichtbar werden. Lautlos begräbt ein bleierner Ölteppich alles unter sich. Eine Maria Negra, eine Ölpest, herrscht über die Natur. Und es bleibt erst einmal offen, ob die sich je wieder erholen wird. Ja, und sie hat sich wieder erholt, inzwischen. Und immer wieder vertrauen wir darauf, dass sich unser Planet von den Gräueltaten seiner Bewohner schon wieder erholen wird. Doch inzwischen sind es zu viele Katastrophen in immer kürzer werdenden Abständen. Und da ist blindes Vertrauen einfach zu blauäugig. Da braucht es schon mehr als nur Gottvertrauen. Nach der Erkenntnis wären jetzt auch Einsicht und Handeln gefragt und nicht nur an diesem heutigen Welttag der Meere. Und damit sage ich auch wieder einmal Dankeschön fürs Einschalten und Zuhören und Servus und bis zum nächsten Mal als Ihr Stefan Amitzbichler. Thank you.